Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf bei uns von der SPD begrüßen Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel und Peer Steinbrück. Ich brauche hier, glaube ich, keine weiteren Vorstellungen zu machen, um wen es sich hier handelt. Das Thema ist Europa in der Krise. Herr Gabriel, Sie haben das Wort. Meine Damen und Herren, die anhaltende Krise um die gemeinsame europäische Währung hat in den letzten Wochen und Monaten ja uns alle beschäftigt, aber sie hat jetzt auch ein neues Stadium erreicht. Die FAZ von heute schreibt unter dem Titel Zwang zum Handeln, ich zitiere mal, das Gipfeltreffen am kommenden Donnerstag gibt der europäischen Politik die vielleicht letzte Chance, durch zupackendes Handeln endlich eine Krise in den Griff zu bekommen, deren unkontrollierte Eskalation ansonsten unübersehbare Gefahren für die Stabilität des Weltfinanzsystems mit sich bringen könnte. Zitat Ende. Das heißt, die Schuldenkrise einzelner Mitgliedstaaten der Eurozone hat sich längst zu einer veritablen Krise der Europäischen Währungsunion insgesamt und eigentlich des politischen Europas und des Projekts der europäischen Einheit ausgewachsen. Eine der zentralen Ursachen dafür sind die seit rund 18 Monaten andauernden Beschwichtigungsversuche, also die mangelnde Bereitschaft, öffentlich zu sagen, was eigentlich passiert und was notwendig ist, und der absolute Mangel an politischer Führung durch die Mehrheit der europäischen Regierungen. Vor allem Deutschland ist mit seiner Regierung und mit seiner Regierungschefin daran maßgeblich beteiligt. Seit 18 Monaten jagt ein Krisengipfel den nächsten und trotzdem spitzt sich die Krise der Europäischen Währungsunion immer weiter zu. Die sogenannte Euro-Krise ist daher keine Währungskrise mehr, sondern in Wahrheit inzwischen eine politische und wirtschaftliche Vertrauenskrise, in deren Zentrum diese Unentschlossenheit der europäischen Regierungen steht und es die mangelnde Bereitschaft, mit einem Gesamtkonzept dort wirklich anzupacken. Die Entscheidungen, die es jetzt zu treffen gilt, sind schwierig und mit Sicherheit unpopulär. Denn alle denkbaren Lösungen der Euro-Krise werden die Bürgerinnen und Bürger der Länder der EU belasten, die selbst keinen Anteil an der Ursache der Krise haben. Länder, deren Bürgerinnen und Bürger zum Teil hohe Steuern und Sozialabgaben zahlen. Länder, deren Bürgerinnen und Bürger Verzicht üben mussten, damit man die Staatsverschuldung wenigstens einigermaßen im Griff behält oder sogar senkt. Diese Länder und ihre Bürgerinnen und Bürger werden jetzt finanzielle Beiträge leisten müssen, um auch den europäischen Nachbarländern zu helfen, bei denen es an all dem gefehlt hat. Das wird bei sehr vielen Menschen auch in unserem Land zu Zorn und auch zu Verärgerung führen. Das Ganze wird weder für fair noch gerecht noch für richtig gehalten. Und trotzdem sind die Entscheidungen notwendig. Auch für Deutschland. Nicht nur, weil wir hier die politischen Gewinner der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg sind. Etwas, was wir ja heute fast schon vergessen, sondern auch, weil wir die ökonomischen Gewinner der Eurozone sind. Man kann es nicht oft genug sagen, wir sind eine Exportnation, 60% unserer Exporte gehen in die Europäische Union und über 40% in die Eurozone. Und nur wenn es unseren Nachbarn gut geht, geht es auch uns gut. Wir haben als Sozialdemokraten diese politischen und wirtschaftlichen Gründe für unsere Hilfen bei der Stabilisierung des Euro und der Volkswirtschaften in Südeuropa in den letzten 18 Monaten immer wieder vorgetragen, auch zu Zeiten, als CDU, CSU und FDP noch durch Deutschland reisten mit der Parole kein Cent für Griechenland. Vieles wäre auch für Deutschland billiger geworden, wenn die Bundesregierung aus CDU, CSU und FDP nicht so lange gezögert hätte. Wir wissen, dass diese Haltung nicht sofort auf Verständnis und Beifall stößt und trotzdem, ich wiederhole, ist sie richtig und unausweichlich. Deshalb wollen wir heute die Bundeskanzlerin nicht nur noch einmal auffordern, umfassender und mutiger die politische Führungsrolle bei der Stabilisierung der Eurozone zu übernehmen, sondern wir wollen dabei auch ausdrücklich unsere Zusammenarbeit anbieten. Bei allem Streit in der Sache, bei allen notwendigen Unterschieden zwischen Opposition und Regierung, in vielen Feldern der Innen- und manchmal auch der Außenpolitik, es gibt einige wenige Themen, und dazu zählt die europäische Einigung und das europäische Projekt, bei denen jedenfalls der innenpolitische Streit diesen Prozess weder gefährden noch konterkarieren darf. Es geht darum, dass die wirtschaftliche und politische Zukunft Europas weder durch innenpolitische Ängste vor unpopulären Entscheidungen aufs Spiel gesetzt wird, noch
im Klein-Klein des Koalitionsstreits oder des Streits zwischen Regierung und Opposition untergeht. Wir Sozialdemokraten sind jedenfalls bereit, daran mitzuwirken und auch diese schwierigen Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu vertreten. Die Menschen nicht nur in den betroffenen Staaten der Eurozone sehen inzwischen die Errungenschaften der gemeinsamen europäischen Integration mehr als kritisch. Antieuropäische Ressentiments nehmen in fast allen Ländern der EU zu. Und auch in Deutschland sehen die Menschen nicht nur in Sorge um ihren Wohlstand und ihr Erspartes das europäische Projekt skeptischer denn je, sondern auch, was die Fähigkeit der Politik angeht, solche Krisen überhaupt zu handeln. Die SPD nimmt diese allgemeine Kritik und Skepsis gegen Europa und seine politischen Institutionen, auch gegenüber den politischen Führungen und Regierungen, außerordentlich ernst. Deswegen haben Frank-Walter Steinmeier und ich heute der Bundeskanzlerin einen Brief übermittelt, in dem wir für die SPD und die SPD-Bundestagsfraktion der Bundesregierung unsere feste Bereitschaft mitteilen, dass wir für ein wirklich kräftiges und mutiges politisches und ökonomisches Signal unsere Unterstützung geben würden. Ich zitiere nur einen Satz wörtlich. Wir sind bereit, gemeinsam mit der von Ihnen geführten Bundesregierung an sinnvollen und über den Tag hinausgehenden Lösungen der aktuell drängenden Probleme mitzuwirken. Meine Damen und Herren, Europa ist mal entstanden, das alles wissen Sie, aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges nach innen gerichtet, um Krieg zu vermeiden und Wohlstand gemeinsam zu entwickeln. An dem Grund hat sich übrigens bis heute nichts geändert, auch wenn für viele Menschen es selbstverständlich ist, dass Frankreich nicht mehr unser Erbfeind ist oder dass jedenfalls aus Zentraleuropa kein Krieg mehr heraus entstehen wird. Aber ein Blick auf den Balkan, Gespräch mit Serben zum Beispiel, zeigt, dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass wir in einem friedlichen Europa leben, dass das auch schnell wieder sich verändern kann. Aber zu dieser traditionellen Begründung, sozusagen innerhalb Europas Frieden, Stabilität und Wohlstand zu entwickeln, tritt eine zweite Aufgabe der Europäischen Union mehr denn je hinzu. Im Zeitalter der Globalisierung werden sozusagen bei wirtschaftlichen Konflikten, bei sozialen, bei der Durchsetzung von Menschenrechten, bei der Lösung von militärischen Auseinandersetzungen nicht die einzelnen Mitgliedstaaten Europas eine Rolle spielen. Wenn es in 10 oder 15 Jahren Einladungen zu G20 oder welcher Gruppe auch immer gibt, dann werden, wenn die Europäische Union dort nicht gemeinschaftlich auftritt und auch wahrgenommen wird als handlungsfähiger Zusammenschluss von Mitgliedstaaten, wir dort möglicherweise kaum noch eine Rolle spielen. Helmut Schmidt hat vor kurzem zu Recht darauf hingewiesen, dass Europa heute rund 500 Millionen Einwohner und etwas weniger als 10% der Weltbevölkerung hat und dass Europa vor allen Dingen heute noch 30% des Weltsozialprodukts herstellt. Daher unsere eigentliche ökonomische Bedeutung. In wenigen Jahrzehnten, so die, glaube ich, unbestrittene Prognose, wird es dazu führen, dass Europa weniger als 5% des Weltsozialprodukts herstellt und auch nur noch etwas mehr als 5% der Weltbevölkerung stellt. Das heißt, dass wir in wenigen Jahrzehnten als einzelne Mitgliedstaaten immer weniger gehört werden, sodass das Projekt der europäischen Einigung nicht nur mit Blick auf die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten wichtig ist, sondern vor allen Dingen auch als Interessenvertretung der europäischen Bürgerinnen und Bürger mit anderen und gegenüber anderen Regionen der Welt. Und wenn wir das beibehalten wollen und wenn wir wahrnehmen, was andere über Europa denken und sagen, dann jedenfalls stehen wir jetzt nicht nur vor der Lösung einer Währungskrise oder einer Schuldenkrise in der Europäischen Union, sondern wir stehen an dem Punkt, bei dem sich möglicherweise entscheidet, ob wir in den nächsten Jahrzehnten in dieser Auseinandersetzung, Debatte, Entscheidungen auf Weltebene im globalen Maßstab als Europäer eine Rolle spielen oder immer mehr zu einer vernachlässigbaren Größe werden. Das heißt, die Interessenvertretung der Bürgerinnen und Bürger Europas muss hinzutreten zu den innenpolitischen und innereuropäischen Debatten. Und deswegen kommt es darauf an, dass wir uns jetzt als handlungsfähig beweisen. Das bedeutet auch, die SPD steht ohne Wenn und Aber für eine mutige Weiterentwicklung der europäischen Integration und will, dass wir in der aktuellen Lage jedenfalls das nicht aus Angst vor innenpolitischem Streit oder vor populistischer Gegenwehr beiseite schieben und liegen lassen. Den hohen Lebensstandard in der Union werden wir im Zeitalter der Globalisierung nur aufrechterhalten können, wenn wir in der Union nachhaltig arbeiten und wirtschaften.
und als weltweiter Exporteur und größter Binnenmarkt, in dem 61 der 140 größten Unternehmen beheimatet sind, haben wir große Chancen, das zu tun. Wir haben eine Riesenchance, auch als Deutsche, an der weltweiten Industrialisierung ebenso teilzuhaben wie als Europäer an der Bewältigung internationaler Krisen, Konflikte und der Schaffung einer friedlicheren Welt. Und deswegen ist die Aufgabe, die die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag haben und die wir insgesamt in Europa haben, größer als nur die Lösung einer Finanzkrise. Aber ohne die Lösung der Finanzkrise wird Europa handlungsunfähig werden. Daher unsere Bereitschaft und unser Wille zur Zusammenarbeit, auch als Opposition im Deutschen Bundestag. Vielen Dank, Herr Gabriel. Herr Steinbrück hat das Wort. Ich kann da nahtlos anknüpfen und beginnen mit der Bestätigung, dass dieses Europa die Antwort sowohl ist auf 1945, einen jahrhundertelangen Zerfleischungsprozess europäischer Völker, aber auch die Antwort auf das 21. Jahrhundert mit sich deutlich verändernden Mustern im globalen Gefüge. Und das ist die politische Antwort darauf, warum eine Gefährdung der Europäischen Währungsunion als wesentlichen Bestandteil dieses europäischen Projektes man nicht fahrlässig in Kauf nehmen darf. Und dies bedeutet, dass das bisherige Krisenmanagement auf der Ebene der verantwortlichen Regierungen der Dimension der Herausforderung nicht entspricht. Ich will deshalb an den Anfang die Wahrnehmung stellen, dass jedenfalls die Strategie bisher gescheitert ist, ganz offensichtlich gescheitert ist, diese Krise, diese Zuspitzung in der Europäischen Währungsunion aufzufangen. Und diese Strategie bestand fast ausschließlich in einer Bedienung des Schuldendienstes von Ländern, die sich auf den Kapitalmärkten nicht mehr refinanzieren konnten. Das war alles. Jeder Schutzschirm, jede Initiative, die bisher verabschiedet worden ist, diente allein der Bedienung des Schuldendienstes von Staaten, die in erhebliche Refinanzierungsprobleme gekommen sind. Und es ist ganz offensichtlich, dass die scheitert, sondern im Gegenteil die Märkte weiter verunsichert. Die Bevölkerung übrigens auch, wie Herr Gabriel gerade dargestellt hat, bis hin zur Revitalisierung auch von Ressentiments, und zwar von Ressentiments sowohl in den hilfsbedürftigen Ländern, siehe Griechenland, wie auch Ressentiments in den Bevölkerungen der hilfeleistenden Länder. Manchmal habe ich den Eindruck, dass vor 12 bis 15 Monaten vor dem Beginn oder mit dem Beginn der Griechenland-Krise eigentlich die europäischen Regierungs- und Staatschefs im Zusammenwirken mit Jean-Claude Juncker als Vorsitzender der Euroregion, der EZB, eine ähnliche Aktivität hätten ergreifen müssen, wie das Frau Merkel und ich auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Oktober 2008 gemacht haben. Als wir damals die Sparguthaben garantiert haben, im Sinne einer Patronatserklärung. Wenn es damals zu einer ähnlichen Aufstellung gekommen wäre, des EZB-Präsidenten, des Kommissionspräsidenten, des Vorsitzenden der Eurogruppe, vielleicht flankiert durch den französischen Staatspräsidenten, durch die deutsche Bundeskanzlerin, die sehr deutlich den Märkten signalisiert, dass auch die Anleihen der in Schwierigkeiten kommenden Länder garantiert werden, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir nicht in denselben Kalamitäten stecken würden wie heute. Und dies ist nicht erfolgt. Und das Krisenmanagement hat sich dann eher zögerlich alleine immer mit der Frage beschäftigt, wie denn der Schuldendienst dieser Länder aufgefangen werden kann, in der Erwartung, dass damit Zeit gekauft wird und über diese Zeitachse eine Entspannung eintritt, die aber erkennbar sich nicht ergibt. Sondern die Infektionsgefahren für andere Länder sind größer denn je. In dem Augenblick, wo die tatsächliche Schuldentragfähigkeit auch anderer EU-Mitgliedstaaten von den Märkten in Frage gestellt wird, setzt der Testprozess der Märkte sich immer weiter fort. Wir haben das erlebt, wie eine unbedachtsame Äußerung auch über die Situation in Italien sofort diese Schraubenbewegung in Bewegung setzt. Und sie wird erst aufgefangen oder ist erfreulicherweise aufgefangen worden, indem das italienische Parlament ein bemerkenswertes Sparprogramm in der Dimension von 48 Milliarden Euro verabschiedet hat. Und damit der Eindruck besteht, die Schuldentragfähigkeit sei wiederhergestellt. Die Fachleute, die jedenfalls für uns erreichbar sind oder die wir nachvollziehen können, fordern längst einen Plan B. Gelegentlich bedauern wir drei, dass vieles daran vorkommt, was in den Reden von Herrn Gabriel, in den parlamentarischen Beiträgen von Herrn Steinmeier und mir schon vor einem Dreivierteljahr gefordert worden ist. Und das meine ich nicht im Sinne einer platten Selbstbestätigung oder Koketterie, aber ich kann mich daran erinnern, dass von sozialdemokratischer Seite sehr viel früher Elemente für einen Plan B in die öffentliche Debatte gebracht worden sind, die aktueller sind denn je. Und ich finde es interessant, in welchem Ausmaß inzwischen Experten nicht nur des angloamerikanischen Bereiches, sondern auch in Deutschland, siehe die jüngsten Einlassungen von zwei Mitgliedern des Sachverständigenrates, Frau Weder Di Mauro und Herr Lars Feld, aber darüber hinaus auch von deutschen Managern der Banken- und Versicherungsbranche dargestellt werden, die dies bestätigt. Siehe zum Beispiel der Artikel und der Vorstoß des Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank von Herrn Blessing mit einem Vorschlag eines Schuldenschnitts.
Insofern haben wir den Eindruck, dass diese Bundesregierung eher ermuntert werden sollte, sehr viel mutiger, sehr viel umfassender, sehr viel kraftvoller auf diese Situation zu reagieren. Aus unserer Wahrnehmung sind es ungefähr 4 oder 5 Elemente, die im Vordergrund stehen sollten. Unabweisbar richtig ist die Notwendigkeit einer Umschuldung mit einem Schuldenschnitt. Die Fachleute, die wir lesen, mit denen wir reden, die reden von einem Schuldenschnitt in der Größenordnung von ungefähr 40-50%. Und eine solche Initiative alleine allerdings ist natürlich riskant. Mich muss keiner darauf hinweisen, dass das natürlich ein Risikoszenario weckt. Meine Antwort lautet nur, wir konzentrieren uns sehr stark auf das Risikoszenario einer Umschuldung und eines Schuldenschnitts. Aber wir konzentrieren uns kaum auf das Risikoszenario eines weiteren Durchwurstelns. Und mein Eindruck ist, dass das Risikoszenario einer Prolongation dessen, was wir im Augenblick machen, sehr viel höher ist als das Risikoszenario einer Umschuldung anschließend eines Schuldenschnitts. Dass ein solcher Schuldenschnitt verbunden sein muss mit einer Garantie, einer europäisch verbürgten Garantie der verbliebenen Schulden bzw. neu aufzunehmender Schulden, mag durchaus attraktiv sein für manche Teilnehmer des Finanzmarktes. Denn sie würden im Zweifelsfall nicht einen Totalausfall von 100 befürchten, sondern sie hätten vielleicht eine Abschreibung, eine Wertberichtigung von 40-50%, aber über eine europäisch garantierte Auffanglösung, eine Werthaltigkeit der verbleibenden 50%, die übrigens auch weiter Veräußerungserlöse erzielen könnten oder die jedenfalls als Sicherheiten für weitere Geschäfte hinterlegt werden könnten. Das könnte ein attraktives Modell sein. Im Übrigen ist mein Eindruck, dass viele private Teilnehmer auf den Finanzmärkten ihre griechischen Staatsanleihen bereits teilweise abgeschrieben haben und dass der Prozess voranschreitet, wo mindestens im nächsten Jahr an die 70, wenn nicht 75% der griechischen Staatsanleihen nicht mehr bei privaten Gläubigern sich auf den Bilanzen bewegen, sondern bei öffentlichen Händen. So, dies muss abgesichert werden, wie ich zugebe, wahrscheinlich auch durch eine Fazilität zur Rekapitalisierung von Banken, die über eine solche Abschreibung in Schwierigkeiten kommen könnten mit ihrer Eigenkapitalausstattung. Deshalb ist eine der Flankierungen notwendigerweise eine europäische Initiative zur Konsolidierung und zur Rekapitalisierung von europäischen Banken nach Lage der Dinge, insbesondere auch griechischer Banken. Nur wenn Sie gerade lesen, dass der zweite große Rettungsschirm für Griechenland eine Dimension von 120 Milliarden haben soll, dann erschreckt mich eine mögliche Rekapitalisierung von griechischen Banken in der Größenordnung von 20-25 Milliarden Euro viel weniger. Das ist ein Viertel von dem, was wieder in Rede steht, um Griechenland über die nächste Zeit hinweg zu helfen, bis sie wieder an die Kapitalmärkte zurückkehren können. In Parenthese füge ich hinzu, die meisten Fachleute rechnen nicht damit, dass Griechenland innerhalb der nächsten 2 oder 3 Jahre an die Kapitalmärkte wieder wird zurückkehren können. Das bedeutet allerdings im Zweifelsfall, dass eine solche Unterstützung und Konsolidierung europäischer Banken mit einem europäischen Bankeninsolvenzrecht verbunden werden muss. Eine Teilantwort auf das Problem too big to fail ist, dass Banken geordnet abgewickelt werden müssen. Und ich glaube, dass bei dieser Gelegenheit diesen Banken abverlangt werden muss, dass die Regulierung und Aufsicht in Europa sich weiter verbessert. Das heißt, im Sinne dessen, was wir seit der Bankenkrise im Mund haben, mit Blick darauf, dass die Banken stärker kontrolliert werden müssen, dass es eine Einschränkung des Eigenhandels gibt, dass ein Bankeninsolvenzrecht in der Tat auch auf europäischer Ebene verabredet wird, dass der Derivatehandel endlich auf transparente Handelsplattformen gehört und dass vor allen Dingen das Schattenbankenwesen deutlich ausgetrocknet wird. Das wäre eine Kondition, die damit verbunden werden könnte. Eine weitere Flankierung ist, dass Griechenland natürlich geholfen werden muss, seine fundamental ökonomischen Daten zu verbessern. Was nützt es diesem Land, dass sein Schuldendienst immer weiter finanziert wird, wenn es seine ökonomische Ausgangslage nie verbessern kann? Und das gilt möglicherweise auch für andere Länder. Das heißt, wir brauchen so etwas, um in einem Begriff sich zu bewegen, der öffentlich bekannt ist, wie eine Art Marshallplan für einige periphere Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Das kann man finanzieren. Man kann es finanzieren durch eine Umsatzsteuer auf Finanzgeschäfte. Man kann es finanzieren durch Umschichtungen bei den europäischen Struktur- und Kohäsionsfonds. Man kann es finanzieren, indem die nächste mittelfristige Vorausschau 2013, 2020 in Europa sehr stark auf die Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion gerichtet wird. Ein viertes Element ist in meinen Augen eindeutig, dass die bisher in Aussicht genommenen Initiativen, Sie kennen die vielleicht unter dem Begriff des Sixpacks, das sind die
Verordnungs- und auch Richtlinienentwürfe, insbesondere des Kommissars der EU, Olli Rehn, endlich umgesetzt werden. Sie sind bisher nicht verabschiedet und nicht umgesetzt. Sie wissen, das fängt an mit einer Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und hört auf mit einer sehr viel besseren makroökonomischen Überwachung. Die sind alle mit großem Aplomb vorgestellt worden. Sie haben zigmal darüber geschrieben, aber sie gelten bisher nicht. Sie sind nicht umgesetzt. Sie werden verschoben auf der Zeitachse. Jetzt wahrscheinlich in den Zusammenhang mit der Verabschiedung des permanenten Rettungsschirms des European Stability Mechanism im Herbst diesen Jahres. Und wir müssen Druck darauf machen, dass sie jetzt bald verabschiedet werden. Einige werden mich fragen anschließend, wenn eine solche Umschuldung nicht freiwillig funktioniert, ob es dann im Zweifelsfall ein Zwangsmechanismus sein sollte. Meine Antwort lautet ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf freiwilliger Basis durchaus attraktiv ist für viele Teilnehmer des Finanzmarktes, aber im Zweifelsfall bin ich davon überzeugt, dass man auch zu einem Zwangsmechanismus übergehen muss, der dann allerdings auch billig in Kauf nimmt das Urteil der Ratingagenturen. Und das bedeutet in meinen Augen, dass der erste Schritt einer größeren Unabhängigkeit gegenüber den Ratingagenturen darin besteht, ihr Urteil schlicht und einfach zu ignorieren. Schlicht und einfach zu ignorieren. Wer zwingt die EZB, wer zwingt die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das Urteil der Ratingagentur wie ein ex cathedra gesprochenes Urteil auch zum Maßstab des politischen Handels zu bringen? Im Übrigen, für viele dieser Länder sind die Ratingagenturen in ihrem Urteil inzwischen irrelevant, weil sie gar nicht mehr auf den Finanzmärkten sich bewegen. Also brauchen sie eine entsprechende Benotung oder Zensur, ein solches Zeugnis gar nicht. Griechenland ist im Augenblick nicht abhängig von dem Urteil von Ratingagenturen, solange die europäische Staatengemeinschaft über einen Rettungsschirm nach dem anderen den griechischen Kapitaldienst übernimmt. Das heißt, auch in der Beziehung glaube ich, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs sehr viel selbstbewusster, sehr viel mutiger einen Schnitt machen sollten, um sich aus der Absurdität zu lösen, dass letztlich Ratingagenturen auf einer rechtlich überhaupt nicht nachvollziehbaren Basis sich zum Schicksalsgeber der Europäischen Währungsunion machen, im Zweifelsfall übrigens eine Schutzzone werfen über private Gläubiger, aber nicht über ganze Staaten und ihre Gesellschaften. Davon machen wir uns abhängig. So, ich glaube, um das abzuschließen, dass die Instrumente, die Modelle, die möglich sind für eine solche Umschuldung, einen solchen Schuldenschnitt von vielen vorliegen. Ich habe dazu in letzter Zeit Frau Weder die Maurer gehört, ich habe in letzter Zeit Herrn Blessing darüber gehört und andere. Es läuft darauf hinaus, dass in der Tat 40-50% eines Schnitts erfolgen müssten, dass es dann zu europäischen Auffanglösungen garantierten, wenn Sie so wollen, Rückversicherung kommen muss. Deshalb habe ich gegen den Begriff des Eurobonds überhaupt keine Einwände. Die frühzeitige Tabuisierung dieses Instrumentes nach einem ersten Vorschlag von Jean-Claude Juncker vor 15 Monaten war ein massiver Fehler. Massiver Fehler. Und auch das Horrorgemälde einer Transferunion halte ich für absurd. Warum? Weil wir es längst mit einer Transferunion zu tun haben. Wir transportieren oder transferieren längst Bonität und Liquidität aus den solventen Ländern in die insolventen oder jedenfalls in die labilen Länder. Und dies muss man der deutschen Bevölkerung erklären. Das heißt, das Erklärungsbedürfnis für die deutsche Politik nimmt zu, möglicherweise unpopuläre Maßnahmen der deutschen Bürgerschaft zu erläutern, und dies vermisse ich, namentlich bei der Bundeskanzlerin. Ganz zu schweigen von manchen Einlassungen, die eher europaskeptische Vorbehalte gestärkt haben. Insofern letzter Satz, es ist nicht so wichtig, dass am nächsten Donnerstag ein Gipfel stattfindet, sondern es ist wichtig, dass dieser Gipfel Beschlüsse fasst, die umfassend, kraftvoll sind. Und ich kann vielleicht noch die Haltung der Bundeskanzlerin nachvollziehen, darauf hinausläuft, dass es keinen Sinn macht, einen Gipfel einzuberufen, wenn man nicht weiß, welche Beschlüsse es gibt. Aber da muss man selber darauf hinwirken, dass es substanzielle Beschlüsse gibt. Und exakt das ist es, was ich vermisse. Vielen Dank. Danke, Herr Steinbrück. Herr Steinmeier hat das Wort. Wir reden und Sie schreiben über das zweite Finanzpaket für Griechenland, und alle miteinander wissen wir, es geht längst nicht mehr um Finanzfragen und längst nicht mehr allein um Griechenland, sondern das europäische Projekt insgesamt wird in Zweifel gezogen. Auch ich hätte mir das nicht träumen lassen, ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass das Projekt der europäischen Einheit insgesamt noch einmal in Frage gestellt wird von der Öffentlichkeit. Aber damit haben wir es europaweit zu tun. Gott sei Dank. Noch nicht in diesem Umfang in Deutschland wie in anderen europäischen Ländern. Das ist die größte Gefahr, über die wir auch miteinander reden können. Und wenn ich die beschreibe,
ist das gleichzeitig das Bekenntnis, dass es so nicht weitergehen kann, wie das in den letzten anderthalb Jahren ging. Ich will mal so sagen, so gut uns hier in Deutschland die Stabilisierung der Volkswirtschaft während und in der letzten Finanzmarktkrise 2008 gelungen ist, so schlecht ist das Krisenmanagement auf der europäischen Ebene. Und die Versäumnisse, die es in den letzten anderthalb Jahren gab, die sind aus meiner Sicht der entscheidende Grund dafür, warum uns diese Stabilisierung nicht gelingt, beziehungsweise bisher nicht gelangt. Was die Märkte doch zur Kenntnis nehmen, ist, dass die Europäische Union und die Währungsunion bisher entweder nicht willens oder aber nicht in der Lage sind, eine Volkswirtschaft, die nicht mehr als 2,6% des europäischen Bruttosozialproduktes ausmacht, diese Volkswirtschaft tatsächlich zu stabilisieren. Stattdessen seit anderthalb Jahren immer wieder Treffen auf der Arbeitsebene, Finanzministertreffen, europäische Räte, die versuchen mit Sprachregelungen, Peer Steinbrück hat das ja eben angedeutet, mit Sprachregelungen über den Tag zu kommen, ohne aber tatsächlich substanziell die Lösung der Krise tatsächlich anzugehen. Da ist viel aufgeschoben worden und auch viel versäumt worden von dem, was mit Verlaub wir seit einigen Monaten, um nicht zu sagen seit anderthalb Jahren, für richtig halten und auch öffentlich gesagt haben. Sie erinnern sich, Frau Merkel ist gestartet mit der Ansage, Griechenland braucht keine Hilfe. Dann haben wir im vergangenen Jahr natürlich die Hilfe für Griechenland beschlossen. Dann ist gesagt worden von dieser Regierung, Griechenland ist ein Einzelfall. Dann kam Irland und dann kam der erste europäische Rettungsschirm. Dann wurde gesagt, das ist aber nur Ultima Ratio, habt keine Angst, dass der in Anspruch genommen wird. Und natürlich, entsprechend der Voraussage, ist der in Anspruch genommen worden. Ich erinnere mich selbst an eine Auseinandersetzung im Deutschen Bundestag, das war, glaube ich, die Peer Steinbrück auch gerade in Erinnerung hat, in der wir gesagt haben, Leute, passt da genau auf, wenn die Regierungen jetzt nicht handeln, dann führt das am Ende dazu, dass die Europäische Zentralbank Risiken übernimmt, die eigentlich Risiken der Regierung sind. Und ich habe angekündigt, wenn die Regierungen nicht entscheiden, dann wird sich die EZB zu so etwas wie einer Bad Bank in Europa entwickeln. Tatsächlich ist es so, dass die Mehrzahl der Schuldverschreibungen jetzt im Haus der EZB liegen und nicht mehr bei den Privatbanken. Genau diese Entwicklung ist eingetreten. Was sagt das alles? Dass man auch durch Nichthandeln falsch handeln kann. Und deshalb ist das, was als Antwort auf unsere deutschen Regierung in den letzten Monaten gefunden worden ist, in jeder Hinsicht unzureichend. Um nicht missverstanden zu werden, auch die SPD sagt, wir sagen, europäische Solidarität kann es nur geben, wenn ihrerseits auch die griechische Regierung ihre Hauptverantwortung für die eingetretene Krise erkennt und danach handelt. Deshalb bin ich auch der Überzeugung, ohne disziplinierte Ausgabenpolitik in Griechenland, ohne Zurückführung der staatlichen Ausgaben, wird das nicht gehen in Griechenland, weil ohne einen solchen Beitrag auch keine europäische Solidarität zu erwarten ist. Auf der anderen Seite, das kann natürlich nicht die ganze Antwort sein. Sie sehen das an dem Verfahren und an der Bewertung der Ratingagenturen, die zunächst Griechenland abgewertet haben, weil die Ausgaben über den Einnahmen lag und deshalb undisziplinierte Haushaltspolitik der Zentralvorwurf war. Deshalb wurde Griechenland abgewertet. Ein Dreivierteljahr später wurde Griechenland ein zweites Mal abgewertet, weil es kein Wachstum mehr generieren konnte. Nur das eine hängt mit dem anderen eng zusammen. Wenn ich die Ausgaben zusammenschneide, kontraktiert die Volkswirtschaft, so kann kein Wachstum generiert werden. Wenn ich das aber sehe, brauche ich auch als Europäische Union, als Währungsunion und als deutsche Regierung eine Antwort darauf. Griechenland wird nur gesunden, wenn wir gleichzeitig Ausgabendisziplin dort wahren und andererseits Wachstumsprozesse in Gang setzen. Wie kann man das tun? Sicherlich nicht dadurch, dass die Europäische Union oder Jean-Claude Juncker oder wer auch immer noch einmal mit der Sammelbüchse durch Europa geschickt wird,
und bei den nationalen Regierungen Beträge eingesammelt werden, die dann der griechischen Regierung für Investitionen zur Verfügung gestellt werden, sondern man braucht natürlich jetzt ein nachhaltigeres und, wie ich finde, auch intelligenteres System. Und das ist auch eines, von dem wir seit Jahr und Tag sagen, das ist etwas, was wir aus zwei Gründen brauchen. Die Finanzmarkttransaktionssteuer brauchen wir zur Regulierung der Finanzmarktaktivitäten auf der einen Seite, dazu können wir nachher noch ein Wort verlieren, zur anderen Seite aber auch, weil das ein Beitrag sein könnte, aus dem wir auf der europäischen Ebene eine nennenswerte Einnahme generieren, die dann für Investitionen in den Notlagenländern zur Verfügung stehen. Das kann jedenfalls dann gelingen, wenn wir auf solche Einnahmen nicht mit nationaler Eifersüchtelei schauen, sondern wenn wir sagen, eine solche Einnahme muss auch genutzt werden, um Wachstumsprozesse, um Investitionen in Ländern wie Griechenland in Gang zu setzen. Denn wir haben dort ein dramatisches Zurückfahren, etwa auch der staatlichen Investitionen. Das kann volkswirtschaftlich nicht gut gehen. Griechenland wird so nicht auf den grünen Zweig kommen. Zu den notwendigen Umschuldungen, die dazu parallel stattfinden, muss, hat Peer Steinbrück eben das Entscheidende gesagt. Ich bin froh darüber, dass auf der europäischen Ebene eine Debatte in Gang kommt, die auch aufgrund des Verhaltens der deutschen Regierung bisher nicht erfolgreich war. Wir brauchen eine Umschuldung, das ist meine feste Überzeugung. Und wenn das durch Umtausch der Anleihen mit einem Abschlag auf den ursprünglichen Nennwert geschieht, ist das aus meiner Sicht der richtige Weg. Dass die Europäische Zentralbank mit Blick auf die dort eingetretenen Veränderungen zögerlich ist, verstehe ich. Ich weiß natürlich, dass die Europäische Zentralbank mit den Anleihen, die sie inzwischen in die eigene Verantwortung genommen hat, mit betroffen sein wird. Aber aus meiner Sicht gibt es keinen anderen Weg und deshalb muss der in dieser Woche auf dem Europäischen Rat auch durchgesetzt werden. Umschuldung plus Investitionen ist der einzige Weg, der hier geht.